Hallo und herzlich willkommen zu diesem ganz kleinen, sonderbaren Podcast heute. Ich habe die Ehre, heute dem Panzerlite und dem Gavus zuzuschauen. Das ist jetzt mal was ganz Besonderes, was ganz Ausgefallenes. Ich bin der Ferrum hier rechts bei der Observer-Map-Karte und schauen mal, was passiert. Wir spielen auf Simois. Eigentlich eine wehrmachtlastige Karte, weil es schöne Ecken gibt zum sich aufstellen. Allerdings hat die Karte natürlich auch ihre Schwächen, was Wehrmacht angeht, weil ja, der Ami kann überall rumlaufen, kann so manche Flanke laufen, kann aus dem Hinterhalt kommen. Und wir schauen jetzt einfach mal zu, was hier so passiert. Genau, Panzerlite 01. Bei Pionierstadt, erster Pionier baut die Baracke ganz normal. Der zweite geht, so wie es aussieht, auf den Fuel, um dann möglicherweise beizuspielen oder was auch immer da dann kommt. Erste Einheit aus dem D1. Müssen wir jetzt noch gucken, was rauskommt. Er baut sich noch auf. Der andere Pionier geht nach rechts unten zu der Munition. Munition immer ganz wichtig für die Wehrmacht, um frühe Mine zu spielen, um später, wenn er aus dem T1 Einheit raus, also zum Beispiel die Volksgrenadiere, den kann er dann die MP geben, oder er kann später den Panzergrenadieren da. Genau, erste Einheit, wir sehen sie, ist hier Volksgrenadier. Der wird wahrscheinlich jetzt hier auf den Connection Point gehen, erstmal in die Mitte. Rechts so links, rechts oben bei dem Fuel Punkt sehen wir jetzt wunderbar, wie er den Fuel Punkt eindrahtet. Wenn man jetzt hier guckt, wie die Range von dem Bunker ist, dann kann man ganz gut sehen. Mal sehen, wie weit. Also er müsste den Draht eigentlich bloß so weit ziehen, wie die Range von dem Bunker geht, dass wenn der Ami dann versucht, den zu umlaufen, dass er dann vom Bunker gepinnt wird. Oh, und da kommt auch schon eine offensive Einheit vom Ami. Wir haben einen Jeep, der hier Fat Harassment betreibt, den Wehrmachtler stört. Richtig blöd, jetzt kann er seinen Draht nicht fertig bauen. Genau, aber da die erste Einheit ein Jeep zu sein scheint, jetzt relativ entspannt mit seinem Polskern, die hier in der Mitte kappen, weil er weiß, der nächste Rifle lässt jetzt noch möglicherweise eine Minute auf sich warten. Blöd wäre es natürlich, wenn der Jeep jetzt hier in die Mitte kommen würde. Aber da schauen wir einfach mal. Hier auch wichtig natürlich, dass er die Munition hat, weil mit 35 Munition kann der Volksgrenadier eine Panzerfaust loslassen, also einmalig für 35 Munition, und kann damit so manches Fahrzeug, Beispiel so ein Jeep, richtig stark beschädigen. Hier passiert jetzt, der Jeep kommt von hinten, der Ingenieur sitzt in der Kirche und ist gut geschützt. Und der Rifle kommt dazu und dieser Kampf, da sollte er raus, er ist unterlegen. Er steht zwar in schwerer grüner Deckung, aber der Jeep stehen da durch die Gegend. Hier kommt schon der zweite Volks, der sollte aber einfach da hinten stehen bleiben und auf jeden Fall den Rückzug decken. Ja, wunderbar, geht uns raus rum. Der Retreat, mal sehen, wie viele Leute rauskommen. Vier kommen noch raus, das sieht sehr gut aus. Da sollte der Army auf jeden Fall hinterherfahren, da hat er geschlafen. Hätte er noch gut Schaden machen können, wenn er kräftig hinterhergefahren wäre mit seinem Jeep oder auch mit seinem Rifle. Hier geht er jetzt ins Haus. Das kann auch so, das geht so lange gut, bis der Ami dann Granaten hat und ihn dann rausholt oder mit Flammenwerfer mit dem Pio, aber das momentan ist noch eine gar keine schlechte Entscheidung, um einfach Map-Kontrolle zu behalten. Natürlich ist es blöd, dass es ihm wieder auf Jagd geht und alles, was da so rumkappt, schnappt und angreift. Wir sehen einfach mal, wie es jetzt weitergeht. Genau, der Volksgrenadier ist wieder aufgefrischt. Das ist der dritte schon, der dritte Volksgrenadier. Wir sehen hier möglicherweise eine dieser Taktiken für das Nemoir, wo man einen Haufen Volksgrenadiere baut und dann viel Druck aufbaut. Genau, hier rechts geht das natürlich auch heim mit seinen Pionieren, weil das mit dem Jeep. Da fährt es auch schön hinterher und versucht den Fuck. Focused Fire, näher ran, schnell, Beeilung. Ah, kriegt er noch? Kriegt er nämlich, das sind zu viele Volksgrenadiere drumherum. Und jetzt ist quasi Armee gegen Armee. Der Ami hat zwei Rifle-Truppen hier. Die Pioniere sind beide auf dem Haufe. Plus ein Rifle. Und der Jeep ist da. Aber hier ist der Deutsche schön auf dem Knubbel. Schön fast einen Fuck noch ausgeteilt beim Pio. Und jetzt ist die Frage, welche Richtung geht er? Geht er auf die Rifles oder entledigt er sich erst dem Jeep? Er könnte eine Faust raushauen. Pioniere machen hier gerade was Komisches. Lassen sich jetzt hier. Oder? Ah, ne, okay. Naja. Beschäftigen mit Pionieren und dann sterben. Frage: Wir sind jetzt hier, zwei Rifles stehen da. Dieser Kampf ist möglicherweise, also den wird, ich denke, den wird der Panzerlite für sich entscheiden.
Allein deshalb, weil er vier Volksgrenadiere dastehen hat. Der Rifle, der hier in der gelben Deckung stand, ist schon wieder nach Hause gegangen. Sehr gut auch, dass der Leder sich hier in die gelbe Deckung stellt. Gelbe Deckung ist undirectional, das heißt, egal von welcher Richtung geschossen wird, er kriegt die Benefits, die die Deckung austeilt. Und hier diesen Kampf gegen das Haus zu führen, auf jeden Fall vorteilhaft, dass er die Längsseite des Hauses angreift. Ich würde hier weiter vorne stehen, hier in diesem Bereich und von der Straße aus Haus schießen, dann wären zum einen mal viel weniger Fenster bereitgestellt, um quasi, also da gucke ich bloß zwei Leute raus und zwei Leute zu treffen, macht man weniger Schade, wie wenn man ja, vier Leute treffen kann oder fünf. Und damit hat er den Kampf gegen das Haus gewonnen und er hat noch den Jeep zersägt und jetzt steht sein, möglicherweise kann man es so nennen, seinen Panzer, seinen Volksgrenadierblob steht jetzt rum und versucht jetzt ein bisschen Map-Kontrolle zurückzugewinnen. Möglicherweise sollte er sich jetzt schon ein bisschen aufteilen und hier unten den Connection Point holen, damit er von der die 16 Munition auch bekommt. Aber jetzt führt er hier erstmal den Kampf fort mit dem Volksgrenadier hier oben, auf jeden Fall weiterlaufen und genau den Rückzug jetzt noch schön hinterherlaufen, so gut es geht, noch so viel Schaden und viel zu wirklich zu machen. Bittere Miene. Oh. Die war sehr früh im Spiel und ich finde, das hat der Ami gut gemacht. Schön, schöne Miene. Und natürlich bitter für den Volksgänger, die hier, aber Wett 1 sehen wir schon. Das heißt, es scheint wirklich ein Heavy Infanteriespiel zu werden, weil er früh T1 bringt. Er hat auf jeden Fall auch einen Haufen Einheiten, die von dem Wett profitieren. Wobei der Wett 1 bei der Volksgrenadiere lediglich dazu hilft, dass die sich ein bisschen regenerieren. Die richtige Wahl jetzt, diesen Kampf hier zu führen, weil er auf relativ, also Midrange ist. Die Rifles profitieren von Kämpfen, die auf Short Range geführt werden, und die Wehrmachtssoldaten profitieren von Kämpfen, die auf Long Range geführt werden. Das heißt, hier dürfte längerfristig der Army verlieren. Guy Tactic. Ja. Das bezieht sich auf einen Cast, den der Panzerlead auf seinem Kanal vorher gemacht hat. War so ein Typ, der hieß auch T-Guy, möglicherweise. Und der hat genau, er hat eine ähnliche Taktik gespielt. Der hat quasi auch Grenadiere gespammt. Nur bei dem lief das ein bisschen anders. Der hat am Anfang ziemlich viel Map-Kontrolle gewonnen und dann später verloren, leider. Hier jetzt die richtige Reaktion vom Ami. Mit aller Truppe, die er hatte, auf Close Range in die grüne Deckung und macht zwar auf dem Weg, verliert auf zwei Mann, aber er macht sehr viel Schaden. Und an dem Punkt ist der Deutsche von der Karte und das ist in der Situation gerade sehr, sehr blöde. Sind leider jetzt nicht die Manpower, die beim Panzerlied sind, aber. Lege der Medikbunker hoch, passt auch ganz wunderbar zu dieser Infanteriestrategie, weil der halt quasi Stück für Stück Mäntel sammelt und er schießt auch den Medikmann ab, damit hier keine Grenadiere rauskommen. Und er verteilt dadurch auch Bett. Sieht gut aus. Bisher für den Ami, schlecht für den Mr. Panzerlite. Ist gut, dass er hier seinen Volksgrenadiertrupp nicht ganz zurückzieht. Oben sollte er schnell heim mit diesem Pio, der steht eh bloß rum. Und am Ende gibt es noch einen Fuck. Ah. Ja, da läuft er raus. Finde ich eine gute Wahl. Sollte nur noch nach oben laufen, um dann wirklich auch fortzukommen. Hier ist jetzt wieder dieser Rifle in diesem Haus und ein Rifle in einem Haus oder irgendwas in irgendeinem Haus ist immer blöd. Ihr kämpft jetzt wieder auf die lange Seite. Obwohl, er schießt da auf die Seite. Aber hier kommt jetzt wieder der Volksgrenadier an. In der Situation sehr gut, wegen dem Medikbunker. Je näher die Mendel scherbar Medikbunker, desto schneller wird dieser wieder aufgefrischt mit Verletzten und dann kommt dann ein frischer, kostenloser Trupp Panzergrenadier raus. Wir sehen, er hat C2 getaggt und auch schon gebaut. Den Kampf hier hat er natürlich gewonnen wegen der Gemach von seiner Truppe. Der Pio hier hat auch überlebt, sehr schön. Und hier verzieht sich der Rifle nach hinten, um sich neu aufzustellen, aber jetzt sollte er auf jeden Fall heimgehen. Er hat halb zweimal verloren Health, dann hat er vergessen, was ist los? Hinterhergehen, Panzerlese, Stoff drauf. Okay, ja gut, der eine Mann. Schade, das wäre ein schöner Fress. Wird nochmal, schießt du nochmal? Ah, ne, es wird nicht. Schade, das wäre ein schöner Fuchs. Das wär auch wichtig, aber kriegt er vielleicht nochmal hin. Genau, jetzt hat er eine Präsenz. Schauen mal, was hier da in der Dings passiert. Hier geht auch gleich eine Einheit raus aus dem T2. Mal schauen. Was haben wir vom Ami gesehen? Der Ami hat noch Koi Bar gezeigt. Habe ich jetzt mehr im Kopf. Ich glaube, der Ami geht gerade auf Fahrzeuge möglicherweise.
weil er sein Fuel ein bisschen spart. Hier macht er auch einen Draht, der Panzerlid, in der Mitte, um einfach die grüne Deckung für den Dummy zu unterbinden. Finde ich sinnvoll, finde ich gut. Möglicherweise hätte es früher kommen sollen, als der Kampf hier in der Mitte noch vonstatt ging, aber das möglicherweise hilft es noch. Genau, hier ist jetzt so ein Rifle, der jetzt einfach auf der rechten Seite den Munitionspunkt kappt. Pressman ist immer wichtig, überall wo Punkte weggekappt, besonders wenn es so ein großes Steffenzeit braucht, nervt und in dem Punkt hier nervt ganz besonders, weil der Punkt Dreh wichtig ist für den Herrn Panzerlite. Erste Einheit aus dem T2 ist ein Pack. Gute Entscheidung finde ich, weil er muss möglicherweise wirklich damit rechnen, dass am Ende ein Fahrzeug angerollt kommt. Jetzt sehen wir die Bar. Gut, die Pack ist gebaut, der kann es jetzt auch aufs Feld stellen, aber ja, mal schauen, was da jetzt noch am Ende rauskommt, ob das jetzt der richtige Tipp war. Jetzt kommt der Ami nochmal mit Macht, die Bar, die nutzt ihn jetzt sehr viel, weil er sehr viel Damage austeilen kann, einfach dadurch. Richtige Entscheidung hier von Panzerlid, dass seine Leute einfach ein bisschen zurückziehen, hier oben die Munition. Und, okay, jetzt wird's hier eng, grüne Deckung, gelbe Deckung. Stehen bleiben an dem Punkt und einfach nur schießen und hoffen, so viel wie möglich kaputt zu machen. Dennoch ergibt seine Munition langsam für MPs aus, Maschinenpistolen und Kampf. Schön Vorteil nah am Medibunker, Nachteil, er wurde gepinnt oder sogar festgenagelt. Erster Panzergrenadier starb, Panzergrenadier auf jeden Fall eine stärkere Einheit wie die Volksgrenadiere. Schauen wir mal, was hier passiert. Bleiben festgenagelt, ganz irritiert. Möglicherweise lässt das jetzt liegen da drin. Ja gut, sie schießen ja noch ein bisschen, das heißt Schaden teilt sich auf jeden Fall raus. Aber hier kommt jetzt ein weiterer Rifle, wenn der jetzt eine gescheite Flanke läuft, dann muss er sich zurück. Der Medikbunker sammelt, langsam aber sicher. Der Grenadier in gelber Deckung, auf jeden Fall hilfreich. Und hier geht der erste Rifle nach Hause, der zweite ist sehr nah dran, vor der Phase, wir sind die Verteidigungsfraktion vom Deutschen. Kann jetzt nochmal den Kampf entscheiden, wenden, schafft das. Der Rifle, der muss home und der andere hat schon Wett 1, muss trotzdem heim, das schafft er nicht mehr, hier kommt der Rest von den Erfolgsgrenadieren. Hier die rettende Doktrin gewählt, die rettende Aktion getan, die Munition investiert in For the Fatherland, was in der Situation die richtige Entscheidung war, er ist auf Infanterie gegangen, er nutzt den Bunker, den man als Verteidigungsdoktrin noch schwer abreißen kann. Und diese For the Fatherland-Doktrin, die hat man hier jetzt ganz schön gesehen, hier in der Mitte, wo die Einheiten suppressed waren. Die For the Fatherland verhindert nämlich die Suppression. Reduziert sie auf Null. Des Weiteren tut sie natürlich den Schaden reduzieren, der ankommt. Und die hat eine erhöhte Accuracy. Okay, hier sehen wir das Fahrzeug, von dem wir vorher gesprochen haben. Zum Glück ist eine Pack auf dem Feld. Möglicherweise fährt sie getarnt rum, ja. Muss nur noch zum Ort des Geschehens. Wir sehen ihn in einem 8. Ich sehe jetzt leider keine Minuten. Der ist jetzt, ja, nicht so früh. Der hätte früher kommen können. Aber genau, die Volksgrenadiere müssen da raus. So schnell wie möglich. Das ist Verschwendung. Die haben keine Spreck. Und hoffentlich verliert er keinen Mann mehr auf dem Rückzug. Macht das sehr schön, der Amerikaner fährt hinterher, guckt, dass er noch einen Kill kriegt, guckt, dass er vielleicht sogar einen Fuck kriegt, da sind nur noch zwei Leute vom Retreat. Oh, das könnte, möglicherweise, mit viel Glück, könnte es noch einen Fuck geben, weil er hat eben in der Base keine Panzerabwehr. Heißt dieser, okay. Der M8 hätte jetzt noch, da war er nicht mutig genug, der hätte noch nachfahren können, hätte noch den Stress sich geben können, möglicherweise kommt aus dem Titel halt noch eine Pack raus. Der M8 bleibt hier stehen und in der Mitte geht's weiter. Genau, die Pack ist jetzt in der Mitte, stellt sich da hin. Das ist soweit okay, ist halt kein Gegner da. Hier jetzt auch wieder das Match. Volksgrenadiere gegen Rifles, die hier in der grünen Deckung stehen und hier jetzt auf Close Range gehen. Jetzt schauen wir mal, welche Einheit hier am Ende gewinnen wird. Ich bin selber gespannt. Ich würde sagen, okay, damit ist dieser Kampf auch entschieden. Oder auch nicht. Möglicherweise ist er entschieden, weil der Ami seinen, sehr schön, seinen Macht verliert. Wichtiger Sieg, die Truppen. Ja gut, der ganz nahe Rifle hier dran, der ist möglicherweise raus, aber die Volksgrenadiere, die wird flankiert leider von hinten. Wunderschöne Aktion vom Ami, auch schon Wett 1 für die Rifles. Wir brauchen jetzt ein paar mehr Sachen, die Pack auf jeden Fall zurückrollen, genau. Und die sofort nach Hause, die Volksgrenadiere, richtig. Ihr könnt sich möglicherweise ins Haus setzen, das würde ihm vielleicht noch was bringen, aber er weiß nicht, ob der Ami Granaten getippt hat.
dadurch, dass er das Fahrzeug gebracht hat, ist möglicherweise Granaten nicht so realistisch. Weil er den Fuel vielleicht nicht hat, aber ja, also ist trotzdem waghalsig. Beider wird eins für den Ami. Jetzt ein Haufen Truppe vor dem Medikbunker. Glück auch für der Panzerlieder, dass er in dem Moment aus dem Medikbunker ein Ding rausbekommen hat. Jetzt wird er die Doktrin angeschaltet vor der Fatherland und macht natürlich in dem Moment mehr Schaden an den Rifles, die jetzt auch nach Hause müssen. Hier große Verluste auch für den Ami. Der hat die drei Rifles gerade homegeschickt mit nur noch zwei Mann und teilweise nur noch einem. Und hier geht der nächste mit drei Mann nach Hause. Das heißt, manpowermäßig war das jetzt ziemlich hart für den Ami. Vorteil ist auch für den Panzerlead, der kann hier am Bunker reinforcen seine Truppen. Kann sie wieder verstärken. Großer Vorteil. Wir haben zwei Packs auf dem Feld. Genau, und jetzt bewegt sich der Infanterie-Blob, könnte man schon sagen, nach vorne. Die Frage, was machen wir jetzt mit der Manpower auf der Map? Sollen wir Stress machen? Auf jeden Fall möglicherweise den Connection Point hier kappen. Hier oben die Connection packen. Siegmarken sind jetzt noch nicht so schlimm, sagen wir mal. Wir haben 350, 500 Siegmarken-Tickets. Ja, langsam sollte aufpassen, aber es ist jetzt in so einem normalen Spiel, das ist öfter so, dass der Deutsche mal Siegmarken gerät und später dann im Late Game Spiel wieder rausholt. Wo ist denn die ganze Munition hin? Möglicherweise sollte er hier mal eine Schreck ausgeben an seine Panzerkanoniere, um so einen Angriff hier definitiv zurückschlagen zu können. Die Pack rollt aber schon vor. Das Interessante bei den Packs ist, wenn die getarnt sind und schießen, der erste Schuss stärker. Das heißt, er sollte immer, ich finde es schön, dass er die Tarnung ausmacht, während er bewegt, aber dann, wenn er sie hinstellt, immer wieder ausmachen, anmachen die Tarnung, dass der erste Schuss wirklich. Genau, hier haben wir jetzt wieder alle Rifles frisch aufgefüllt. 3 mit 1 Rifle. Was die Accuracy erhöht natürlich und auch den Schaden. Der M8 kommt vor, denkt, es ist eine Pack und die sind im ersten Schuss, der fatalen Schaden angerichtet hat. Da muss jetzt erstmal ein Pio her. Der M8 muss repariert werden. Die Pack leider decrewed. Das wäre jetzt sehr scheiße, wenn der Rifle hier die Pack klauen würde, das wäre das beste Antitank, aber in dem Punkt stellt sich jetzt wunderbar der Mr. Panzerlite mitten rein ins Friedhof, hat viel grüne Deckung um sich rum, Wett 1 um sich rum, vor der Fatherland an. Wir sind gespannt, wie dieser Kampf ausgeht. Der M8 ist raus durch die zweite Pack, wunderbar positioniert. Wir haben einen ersten Rückzug vom Panzerlite, hat aber noch genug Truppen außen rum. Wir haben auch den Panzerschreck A und der Amerikaner schickt den ersten Rifle nach Hause und die anderen sehen, ja, mittelmäßig gut aus. Ich finde eine gute Entscheidung, dass es zurückzieht, wobei in so einem Gefechtsgrund ist es immer sehr wichtig, sich so wenig wie möglich zu bewegen, weil Bewegung bedeutet mehr Schaden und hier rechts stehen Rifles nicht in Deckung, einfach auf dem Feld und werden natürlich auseinandergenommen. Wir sind den ersten Wett 2 Rifle mit 15 Kills. Natürlich bekommen die Rifles auch schneller Wett, wenn sie gegen Grenadiere kämpfen als gegen Volksgrenadiere, aber letztlich ist jetzt dieser Wett-Rifle derjenige, der das Rennen zu machen scheint. Frage, der M8 steht hier hinten noch da. 2 für den zweiten Rifle, das ist jetzt wird's langsam bitter. Möglicherweise sollte der Mr. Panzerlite überlegen, ob er jetzt noch vielleicht Wett-2 nachzieht, weil mit Wett-2 kriegt er für seine Grenadiere eine Elite-Armor. Und seine Volksgrenadiere wäre dann schwerer unterdrückt und hätten weniger Schaden, sehen mehr. Oh, das war jetzt bitter. Habe ich das richtig gesehen? Da ist gerade ein B2 Rifle gefunden worden. Oh. Das ist sehr scheiße für den Ami und sehr schön für den Panzerlite, Mister. Er hat 2 Bars aufgehoben, Freihaus geliefert, wie vom Donut Shop vorbeigebracht und unglaublich ein B2 Rifle gefuckt. Das war jetzt ein großer Schade. Und wir sehen, es ist beeindruckend. Aus der misslichen Lage vom Anfang vom Spiel, relativ misslich, sag mal so, hat er sich echt gut rausgekämpft. Der erste macht sich kaputt, der zweite hat auch ziemlich viel abbekommen. Die Kämpfe hat er größtenteils für sich entschieden. Also wir hatten jetzt zwei wirklich große Schlachten in der Mitte und beide hat am Ende der Panzerlite für sich entschieden und das ist sehr hilfreich. Hier macht das doch schön, geht oben rum mit seinen Volksgrenadieren. Und jetzt flankiert der Wehrmacht mit den Amerikaner. Ist auch selten. Macht aber schön und der Rifle, das sollte nach Hause und möglichst nicht über die Straße laufen, weil die Straße bedeutet rote Deckung und rote Deckung ist immer scheiße. Und jetzt auf Long Range zu kämpfen, ist auch nicht die beste Lösung.
Ne Pack kommt dran. Wo kommt sie? Da kommt sie rangefahren, falsch rum, aber mit Gefecht kann ich schießen. Es sieht nicht gut aus für den Ami. W2 kämpft hier unten in der Brücke. Genau, hier sehen wir jetzt die Grenadiere, die jetzt natürlich auch stark Schaden nehmen. Und hier geht er auch schon nach Hause durchs Feuer von den ganzen Rifles. Ah. Oh, gibt es noch einen Druck? Nein, er kommt raus. Ganz oben am Munitionspunkt steht ein Pio nutzlos rum. Aber das ist eben einfach das Gefecht ganz normal. Hier kommt jetzt der Infanterie-Blob nach vorne. Der M8 könnte noch abgestellt. Nee, die Pack war nicht aufgestellt. Das heißt, der M8 kommt noch mal raus. Der W2 bleibt und versucht noch Schaden zu machen. Aber auf Long Range oder auf Mid Range, wie es hier ist, schüttelt er lediglich den Medic-Bunker. Und jetzt ist er noch weg. Und da ist er auch schon auf dem Weg nach Hause. Jetzt den Connection Point kappen und dann kriegt der Ami auch keine Munition mehr. Dann könnten wir uns wieder den Siegmarken zuwenden. Hier haben wir es jetzt wieder gesehen, diese rote Deckung, wenn die Einheit über die Straße laufen. Das ist fatal, wenn sie in dem Moment geschossen werden. Weil dann eben bei der Flugzeuge die reinforcen. Vom Tech her, wir sind C4 hochgehen. Und wir sind massiv. 4. Andere Grenadiere. 4 Volksgrenadiere und 5 Volksgrenadiere. 4 Volksgrenadiere und 5 Panzergrenadiere. So eine Armee ist zwar nicht schlecht, nur es wird problematisch, wenn es um die Manpower geht. Das T4, ja, finde ich jetzt nicht keine schlechte Idee, natürlich grundsätzlich, aber da er grundsätzlich ein Manpower-Problem hat und weil er in der ganzen Kämpfe hier alles mit Manpower entscheidet, sollte zum einen mal solche Kämpfe überhaupt gar nicht kämpfen, weil das letztlich bloß Manpower-Verlust ist und am Ende noch einen Puck gibt, ein hässlicher. Oh. Jetzt ist wichtig für den Wehrmachtler grundsätzlich immer alle seine Einheiten auf einem Bolle zu haben. Also nicht kein Blob, sondern. Ja, das schön rauszunehmen, hier. Kein Blob, aber alle in der Nähe. Dass wenn so ein Angriff hier kommt, so und auch so eine Flank hier und auch so eine Pack dann mal verloren geht, dass das eben nicht passiert. Weil jeden Tropfen Manpower, den er jetzt verliert, man sieht auch, er kann seine Einheit fast gar nicht mehr reinforcen. Da stehen Grenadiere in der Basis rum, die nicht mehr reinforced werden können. Das ist natürlich bitter. Und hier sehen wir auch den Panzer vom Ami, der hat jetzt ein M10 rausgebracht. Frage ich, wogegen? Oh, W3 Rifle. Okay, der W3 Rifle sollte. Ich weiß, gucken, dass er Land gewinnt. Sonst ist er nämlich kein Rifle mehr. Oh, das wäre bitter. Oh, das wäre. Vielleicht kriegt er danach. Okay. Genau. Okay, wir sehen zwei Sachen vom Ami. Wir sehen das WSC. Wir haben gerade einen Mörser gesehen. Und wir sehen das T4. Das T4 ist möglicherweise. Ja, vielleicht hat er wirklich Angst vor Panzer. Jetzt auch gebaut werden. Wir wissen nicht, was für ein Panzer gebaut wird. Ich würde auf ein T4 tippen vom Manpower-Einkommen, aber vielleicht ist auch ein Ostwind. Was ich nicht denke, ist, dass es ein Panzer ist, aber wir werden sehen. W2 ist sehr wertvoll, geht nach Hause. Focus Fire schafft es. Genau, und an dem Punkt sehen wir, dass der Ami sich wunderbar eingestellt hat auf die Spielweise des Wehrmachtlers. Der Ami hat Infanterie-Killer aufs Feld gebracht. Er hat den M8. Der sehr wirkungsvoll ist, da beide Packs unbemannt sind. Und er hat diesen Mörser, der wunderbar von weitem reinschießt. Er hat diesen wunderschönen W3 Rifle, der sehr gut gegen Infanterie vorn gehen kann. Und ich würde noch nicht davon sprechen, dass es eine Wende ist, aber das ist jetzt schon entscheidend, was hier passiert, weil wir sehen hier die ganzen Männchen, die ganzen Volksgrenadiere und Panzergrenadiere, die in der Basis rumstehen und nicht reinforced werden können. Das ist natürlich jetzt echt blöd. Das ist jetzt der Nachteil. Oh, es kommt tatsächlich ein Panther. Ich bin ja ganz baff. Okay, das war teuer. Das war. Huhu. Mal sehen, was er jetzt mit dem Panther tut. Wogegen spielt er denn? Er spielt gegen Rifles. Gegen Wet Rifles, die möglicherweise White Stickies werfen können. Wir haben hier zwei Mörser. 8. M10 haben wir gesehen. Ja gut, wir müssen jetzt mal schauen, wie er den Panther einsetzt. Ich weiß wirklich, um wirklich den Manpower Drain auf den Ami zu erhöhen. Aber schauen wir mal. Sehen wir denn mit W3 Rifle vorgehen? Bei so viel Infanterie hätte ich
hätte lieber noch mal Wett gegeben. Wett auf die Infanterie. Das hätte viel gebracht, hätte viele Kämpfe entschieden. Stattdessen verliert er jetzt noch ein Pack. Er hat zwar hier einen schönen Anti-Tank-Panther. Aber da sollte die Infanterie nicht so nah rankommen, weil so eine B2-Rifle schmeißt so eine Ski schon ziemlich weit. Und hier ist wieder einer dieser Kämpfe, die so wichtig sind. Wir sehen einen B2-Rifle auf dem Retreat, wir sehen einen Mörser, der sich zurückzieht, ein anderer, der hinter der Kirche steht. Das Mörser-Gameplay finde ich schön vom Ami, gibt sich viel Mühe. Möglicherweise hat er sich an dem Punkt hier zu offensiv eingestellt. Und jetzt kommt der Push vom Wehrmachtler mit dem Panzer dazu. Und ja, wurde eine Bar fallen gelassen, sofort wieder einsammeln, Waffen, die frei Haus geliefert werden, wunderschön. Der Panther jagt jetzt um 8, was ich an der Stelle gut finde. Wichtig wäre jetzt nicht, der M10 reingerusht kommt, aber das sieht doch gut aus. Den Kampf aber für sich entschieden. Ja, der M10, der trollt hier unten rum und ist halb tot. Und der M8 hat Wett 1 und ist kaputt. Okay. Resümee dieses Kampfes. Waffen wurden da gelassen. Da liegt noch eine Bar am Friedhof. Ja, da lacht er. ja, das war jetzt wieder. Und von der Map-Kontrolle her ist auch so, dass der Wehrmachtler hier eine klare Übermacht hat. Und genau, man sieht hier immer noch das altbekannte Manpower-Problem. Aber es kommt sogar noch ein Panzer raus. Möglicherweise noch ein Panzer. Wir schauen einfach mal für der stirbt der, oh, der Pio kommt nicht aus, schade. Für einen Reparaturbunker ist zum einen mal zu wenig Fahrzeuge und zum anderen mal zu wenig Manpower. Hier wird immer noch reinforced. Wett 2 kommt jetzt, denke ich, oder wird 1 für Panzer, 1 für Panzer, ja, es wird 1 für Panzer, das war nötig. Bei dem zweiten Panzer 4 sogar. Bei dem zweiten Panzer ist das Wett auf jeden Fall gut. Das gibt ja eine mehr Leben und das ist essentiell. Also wenn man Panzer spielt, hier ja, auch schön den Grenadier vorne ins Haus gesetzt. Wenn ein Grenadier drin sitzt, mit einer Schreck drin, dann trifft er besser. Also wenn da jetzt ein M8 vorbeikommt oder ein M10, das wäre auch wünschenswert, dann kann der den damit gleich mal attackieren. Hier sehen wir wunderschöne Aktion, wunderschöne Mine vom Wehrmacht und der Dry Rifle hat nur einen Mann verloren, aber seine Health ist rapide reduziert worden, auch gerade noch mal ein Drittel, und da muss man natürlich sofort wieder heim. Hier unten der W2 kappt schön die Munition wieder weg. Der Panzer 4 macht sich hier weg. Ja, was auch immer der jetzt macht. Wirklich, weil sollte er nicht allein losschicken gegen W2. Ob er Stickies hat, gute Frage. Die Mörser machen hier jetzt wieder ihren Job. Wir sehen den Pack gegen den Panther. Oh, da muss er schnell heimgehen. Es ist immer noch dran, für den Wehrmachtler Manpower zu sparen, so viel es geht. Hier stehen immer noch unreinforced Einheiten unten dran. Er hat sogar schon geteilt. Ich glaube, die oberen, die werden er später reinforced und die unteren jetzt gleich. Aber er hat noch ein paar Truppen auf dem Feld. Der Panzer ist da, der Grenadier hier im Haus. Und hier jetzt sehen wir mal, ob es wirkt, ob der Grenadier hier schießen kann. Aber wir sehen Panzer gegen M10, Panther gegen M10 und dieser Kampf ist klar, wer ihn gewinnt. Jetzt frage ich mich, wo die Pack ist vom Ami. Da stand doch gerade eine Pack. Einfach, wo ist denn die? Wo ist denn die Pack? Bräuchte er jetzt. Dann würde den Kampf möglicherweise noch gewinnen, aber so ist klar, was passiert. Okay, hier schien es ein... Oh, okay, da war der M10. Das schien ein Tipp gewesen zu sein an seinen Mitspieler. Rocket Arty wäre eine gute Lösung, aber ja, stimmt. Aber dazu braucht man die Munition zum einen und zum anderen hat er die Mörser, die hier relativ Schaden machen. Ach ja, das sieht man halt gleich, die Rifles gehen gleich wieder heim. Also, meine Einschätzung ist, ich glaube, hier rechts steht ein Panzer und ein Grenadier, um die rechte Seite abzudecken. Da können wir möglicherweise sogar vorpushen. In der Mitte ist eine Pack. Der Mörser nervt jetzt wahrscheinlich. Könnte man gegen den Mörser machen? Ja, man könnte. Ja, ein Sniper. Nee, ein Sniper ist grundsätzlich scheiße gegen Mörser, weil der Sniper ist ziemlich nah ran. Möglicherweise ein anderer Mörser. Und als Verteidigungsdoktrinler hat er auch die Raketenartillerie, wo er draufhauen könnte auf die Mörser. Aber der muss halt auch auf sich zurückziehen. Ja genau, was er jetzt auch macht, er verteilt seine Einheiten ein bisschen, zieht zurück, stellt sie hinters Haus hier. Ihr seht, Panzergrenadiere schön hinters Haus gestellt. Und hier tut es jetzt auch, rechte Seite, er pusht runter mit einem Grenadier.
Und wir sehen hier zaghafte Versuche vom Amerikaner. Ich meine, was will er viel machen? Kommt noch ein M10. Nach vorne, meiner Meinung nach, ein M10 gegen Grenadiere, die hinterm Haus stehen. Einfach los ist die falsche Entscheidung. Da muss Infanterie mit. Und möglicherweise noch mehr. Aber der Ami scheint auch Manpower-Probleme zu haben, weil er seine Rifles nicht mehr richtig. Ah, okay. Jetzt wissen wir auch, warum er Manpower-Probleme hatte. Dieser Trupp hier, dieser Mercer und die zwei Rifles in der M10, das war die Off-Map Combat Group. Der Ami hat. Hiermit sehen wir auch zum ersten Mal die Doktrin. Pardon, des Amerikaners. Die jetzt gerufen hat und jetzt natürlich hier versucht, groß Druck zu machen. Holt auch gleich den Mörser mit. Aber der Rifle hier, der kann natürlich nichts ausrichten gegen die Z1. Aber der Rifle im Haus, der muss aufpassen, dass sich keine Mine fängt. Wir haben jetzt sogar ein Sturmgewehr. Genau, hier sehen wir jetzt die verheerende Wirkung eines Schreck auf einen M10. Panzer, hier kommt der Panzer vor. Möglicherweise könnte man die Pack aus dem Friedhof rausholen. Aber hier kommt jetzt auch eine Artillerie. Ist das eine. Aus wie eine. Rauch gesehen. Ist das eine Offenheit gewesen? Ja, das müsste eine Offenheit. Es scheint, als hätte der Army einen letzten Atemzug gewagt und alles für diesen Angriff gespart. Manpower ausgegeben, Munition ausgegeben, nicht viel Schaden gemacht. Bett 1 ausgegeben an die Rifles. Okay, gibt es einen Fuck hier? Hinterherlaufen. Auf der roten Deckung könnte es klappen. Gibt es einen Fuck? Am Ende droppt er noch einen Schreck. Das wäre natürlich sehr bitter. Die Pack schnell verstecken. Schafft er nicht mehr. Okay. Füchst in die Panzer in der Nähe. Hier weiteren Druck auszuüben. Da muss auch der Rifle klein beigeben. Jetzt aufpassen, den kaputten MC nicht auf die Panzer losschicken. Und da kam die Pack. Wunderschön. Die Rocket Artillerie, die Off-Map-Artillerie vom Amerikaner hat die Friedhofsmauer kaputt gemacht und hat damit freies Schussfeld geschaffen. Für die Pack. Und hier kommt auch schon das Good Game von dem Gamus. Er sagt, es reicht und er ist ausgestiegen. Und das war das Spiel. Puh, unglaublich. Unglaublich. Genau. Er schreibt, er wollte mir den Spam besuchen. Und es hat geklappt. Wir schauen uns nochmal an, was er hier hat. Wow. Das sind 6 Grenadiere. 3 Volksgrenadiere sind noch übrig. Man sieht es auch, die werden gar nicht mehr reinforced. Hier vorne ist noch ein Volksgrenadier. Ja, also. Oh, er hat es geschafft. Glückwunsch an den Panzerelite, dass das funktioniert hat. W2 kam jetzt auch gerade. Das hätte schon ein bisschen früher kommen können. Aber das ist okay so. Genau, die Panzer haben ihm am Ende schon auch den Arsch gerettet, weil, ja, weil einfach Panzer Panzer sind und der Gegner nur M10 hatte und die nicht so richtig einsetzen konnte. Hier kommt dann noch die Rocket Artillerie. Aber das Spiel ist gelaufen, die Siegmarken gesehen. Genau, also, puh, wir haben ein paar wunderschöne Kämpfe gesehen in dem Spiel, haben ein paar wunderschöne User joined your channel. Und hier ist es auch schon vorbei. Jo, sorry, ich wollte mal den Spam versuchen. Alter, das war übel. Ja. Also nochmal fairum, danke fürs Karschen und würde sagen, wir verabschieden uns, ne? Bis zum Ja, nächsten übel. Mal. Tschö, tschö. Sehr gern geschehen. Tschüss.